Mein Name ist Matthias Aumann und ich darf dich jetzt begrüßen im Monatsrückblick März 2023. Wie immer, dieser Monat hatte es in sich. Gestartet mit einem riesengroßen Kickoff, um noch einmal die mentale Klinge aller unserer Teammitglieder hier bei Mission Mittelstand zu schärfen. Wir haben größere Ziele. Das bedeutet, Ziele setzen, Ziele halten. So heißt es bei der Bundeswehr. Und auch wenn wir nicht die Bundeswehr sind, so halten wir es auch bei Mission Mittelstand. Und dann haben wir noch unser Restaurant geöffnet. Ja, also über ein ganzes Jahr geplant, gebaut und damit eine riesen Tamtam, eine riesengroßen Eröffnungsparty hinterm Horizont in Kloppenburg öffnet. Der neue kulinarische Stern am Gastrohimmel hier bei uns. Haben wir den CEO Day. Über 400 erfolgshungrige Geschäftsführer in Oldenburg, ein ganzer Tag. Und auf dem CEO Day, liebe Leute, da ist eine Energie wie auf einem AC/DC-Konzert. Ja? Diese Motivation, die hält bei den Partnerbetrieben über Wochen an. Ja, und damit meine ich, es wird umgesetzt. Und nur diese Umsetzung, die bringt dann den Erfolg. Und das ist wieder schön. Dann können wir unsere Mission Mittelstand Awards auf dem nächsten CEO Day wieder für hervorragende unternehmerische Leistung verteilen. Ja, und dann waren wir in Dubai. Imperion ist gestartet. Die exklusivste Unternehmer-Mastermind Deutschlands. Und damit meine ich Unternehmer, die monumentales Wachstum hinterlassen. Wir haben uns eine Woche eingeschlossen, wir haben eine Woche Dubai entdeckt und vor allen Dingen eins, an großen Zielen gearbeitet, Schritte ausgearbeitet, umgesetzt und das bedeutet, im nächsten Quartal werden wieder Erfolge gefeiert. Liebe Leute, monumentales Wachstum bedeutet Erfolge schreiben, das über Generationen überdauert. Und genau das ist Imperium. Viel Spaß im Monatsrückblick April 2023.